als Jesus in einem Gespräch mit dem Pharisäer Nikodemus war, da sagte er auch, dass es nicht darum geht, ihn als Religionslehrer anzuerkennen, sondern dass es um ein neues Leben durch eine neue Geburt gehe. Wir lesen im Johannesevangelium davon, da heißt es, es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und noch einmal geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Jesus ließ keinen Zweifel daran, dass eine neue Geburt notwendig ist und ein neues Leben, um in das Reich der Himmel hineinzukommen, um das Reich Gottes überhaupt zu sehen. Sonst sieht man alles konfessionell, dann ist katholisch gegen evangelisch, freikirchlich gegen Gemeinschaft, Heilsarmee und da die anderen und so weiter. So sieht man die Gruppierungen, wie sie im Laufe dieser Geschichte entstanden sind. Dann sieht man die Dinge vielleicht kirchengeschichtlich, organisatorisch, politisch und halbpolitisch oder antipolitisch, aber immer sieht man nicht das Reich Gottes. Man kann viele äußere Erscheinungsformen erkennen und sich ein Urteil darüber bilden, aber das Reich Gottes, sagt Jesus, kommt nicht äußerlich zu euch, sondern es ist innerlich. Eine Erkenntnis, die selbst die Revolutionäre unserer Tage erkannt haben. Che Guevara sagt zum Beispiel, wenn es uns nicht gelingt, die Menschen zu ändern, werden wir die Gesellschaft nicht ändern können. Wie wahr das ist. Im Grunde sagt Mao Zedong etwas Ähnliches. Und wenn wir auch hier im Westen unseren Politikern zuhören mögen, der eine oder andere, jeder mag was anderes aussuchen, aber wir kommen immer zu dem Punkt, dass die Menschen auch heute zu der Erkenntnis gelangen, dass man nicht von außen her Dinge ändern kann, sondern dass der Mensch sich ändern muss, sonst wird die Gesellschaft am Ende genauso wieder den Weg bergab gehen. Sonst werden die, ja vielleicht die ausbeutenden Kapitalisten nur durch ausbeutende Sozialisten abgelöst. Sonst wird nur einfach der Ponzo oben das übernehmen, was vorher der Mann von der Bank gemacht hat. Wahrlich, es gibt kein Gesellschaftssystem, das vollkommen wäre. Und jede Zeit wird ihren Weg finden müssen. Und wie immer der aussehen mag in der Zukunft, wenn nicht der Mensch sich ändert, bleibt die Suppe die alte. Jesus hat das sehr deutlich herausgestellt. Er fing überhaupt nicht an, den Kult zu ändern. Er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Ich will es überhaupt erstmal auf den Leuchter stellen. Er sagt, ihr habt es verdreht, ihr habt es zu reinen äußerlichen Dinge gemacht, zu einem äußerlichen Gottesdienst. Er sagt, dies Volk ehrt Gott mit den Lippen, aber wo ist das Herz? Das Herz ist weit entfernt davon. Was sollte er in unseren Tagen sagen? Was würde er halten von unseren Kirchen und Sälen, von unseren Glocken und Orgeln? Was würde er sagen von uns hier und so weiter? Es geht Gott immer um das Herz des Menschen. Hier drinnen fallen die Entscheidungen. Sieh mal äußerlich, ihr habt so einen Ring hier am Finger. Nicht? Da steht der Vorname meiner Frau dran, drin und ein Datum, wann wir uns verlobt haben. Was meint ihr? Macht solch ein Ring aus einem Casanova einen treuen Ehemann? Da wohl nicht, nicht wahr? Bindet solch ein Ring? Sagt ihr, wisst, mit wem ich schlafe? Ach nein,
Was bedeutet das heute in unserer Gesellschaft? Weißt du, äußere Dinge haben ihren Wert, aber nur, wenn sie von innen heraus heute noch ihren Wert haben. Deshalb stelle ich alle unsere religiösen Formen äußerlich in Frage. Ich weiß, manche lieben das nicht. Aber liebe Leute, wenn wir uns unterhalten wollen in unseren Familien, der Meister mit dem Lehrling und umgedreht, dann können wir nicht so tun, als wäre die Welt einfach fest zementiert und änderte sich nichts. Jesus hat alles in Frage gestellt, was an den Formen seiner Zeit da war. Und hat immer die peinliche Frage gestellt: Wie meinst du es in deinem Herzen? So lesen wir in der Bibel, ob es die Propheten des Alten Testamentes waren oder die Männer Gottes des Neuen Testamentes. Die Frage war immer wieder: Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott schaut das Herz an. Und was sieht er da? Darum sagte Jesus nicht: Wir müssen eine neue Organisation aufbauen. Wo sind meine Stabsfeldwebel und so weiter, hier die Jünger und so weiter? Nein, er hat niemals seinen Verein in Jerusalem anerkennen lassen. Er hat niemals dort einen Verein gegründet. Er hat sich nicht eintragen lassen als e.V. Er hat nicht eine GmbH gegründet oder sonst irgendwie eine Superorganisation. Sondern all das ging in der Umänderung des Menschen vor sich. Wir leben in Tagen, wo der Ruf nach der Tat so laut ist. Und manchmal habe ich Angst, mit dem Gerede von Mitmenschlichkeit schlägt man sich bald gegenseitig tot. Ein Ruf zur Tat, der nicht aus Umkehr des Herzens und Hinwendung zu Gott geschieht, wird letztlich immer etwas Unglaubwürdiges bleiben und letztlich immer verfehlt sein. Jesus sagt: Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Sonst kann er in das Reich Gottes nicht hineinkommen. Jesus stellt hier diesem Gelehrten seiner Zeit zwei Gruppen von Menschen vor Augen. Er sagt: Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Also was dem Leibe nach geboren ist, das ist ein leiblicher Mensch. Aber was vom Geiste Gottes geboren ist, das ist das andere Leben. Das ist der neue Mensch. Eine neue Geburt, eine Geburt von oben her. Jesus zeigt die eine Gruppe, Menschen, die einfach hineingeboren wurden in diese Welt, vom Fleische her geboren und dadurch Bürger dieser Welt. Die anderen aber sind Menschen, die durch den Geist Gottes ein neues Leben empfangen haben. Von oben her geboren sind und dadurch Bürger des Reiches Gottes. Jesus nennt sie eine kleine Schar. Er hat nie von einer Massenbewegung des Christentums geredet. Er hat nie gesagt, dass die Welt sich zum Christentum bekehren wird. Er hat nie gesagt, dass die Leute in Zwölferreihen im Namen Christi marschieren werden. Und wenn sie das taten, dann war es meistens mit Säbelgerassel in der Geschichte, aber nicht mit der Verwirklichung der Lehre Jesu Christi. Jesus sprach immer von einer Gruppe nur, von einzelnen Menschen, die einfach Salz der Erde sind, Licht der Welt, die wirksam sein werden ohne äußeres großes Geschehen. Einfach durch ihr Dasein, durch ihre Verwandlung von Gott her. Dieser Begriff der neuen Geburt oder von oben her geboren zu sein oder wiedergeboren zu sein, ist oft missverstanden worden. Es gibt in der Geschichte der Religionswissenschaften darunter verschiedene Vorstellungen. Ich möchte kurz deshalb etwas darüber sagen, was nach der Lehre Jesu Christi eine Wiedergeburt nicht ist. Einmal ist der Tod keine Wiedergeburt. Jesus Christus hat nie einen Zweifel darüber gelassen, dass die Menschen, von denen er sagt, dass sie das neue Leben empfangen haben, die aus Gott geboren sind. Er hat immer gesagt, dass sie leben, nicht dass sie tot sind, nicht dass das irgendwo passiert, wenn wir sterben. Der Tod ist keine Himmelsversicherung, sondern die Würfel fallen hier. Es ist nicht eine Gnade jenseits, die Jesus Christus uns anbietet, sondern eine Veränderung heute. Das ist ein billiger Trost, eine Veränderung nach dem Tode zu erwarten. Jesus hat davon nicht gesprochen. Er hat zumindest denen nicht das versprochen, die sich hier nicht entscheiden. Die eigentliche Veränderung ist die, die heute in unserem Leibe stattfindet.
die in unseren Herzen stattfindet, oder es ist kein Teil bei uns an dem Reiche Gottes. Genauso ist die Selbstverbesserung oder die tägliche Bemühung nicht die Wiedergeburt. Ganz gewiss muss der Mensch, der von Neuem geboren ist, jeden Tag auch neu zu diesem neuen Leben Ja sagen. Ganz gewiss muss ein Mensch, der das Leben aus Gott empfangen hat, dieses Leben täglich ausleben. Es muss jeden Tag neu vollzogen werden. Es verlangt auch von daher jeden Tag eine neue Hinwendung zu Christus. Aber dieses Leben in dieser Ausrichtung ist nicht die Wiedergeburt, sondern genauso wie die natürliche Geburt ein zeitliches Geschehen ist, so ist die Geburt aus Gott, das von oben her geboren werden, ein zeitliches Geschehen. Die Taufe ist keine Wiedergeburt. Bitte geht hier nicht raus und sagt, der Anton Schulte hat hier gegen die Taufe gepredigt. Die Taufe ist von Jesus Christus eingesetzt. Sie ist biblisch. Und Jesus Christus hat klar gesagt, dass jeder, der an ihn gläubig wird, sich auch taufen lassen soll. Die christliche Taufe gehört zum Glauben. Wie zum Glauben die Werke gehören. Man kann die Dinge nicht voneinander trennen. Sie ist die Bindung unseres Gewissens an Gott und ein öffentliches Bekenntnis zu Christus. Aber deshalb ist die Taufe noch nicht die Wiedergeburt. Wäre sie die Wiedergeburt, dann hätte Jesus gesagt, ihr müsst euch taufen lassen. Aber hat man nicht Tausende und Abertausende Menschen unter Androhung des Schwertes zur Taufe gezwungen? Sind sie denn deshalb Christen geworden? Sind nicht viele einfach in einer Automatik drin, aus der sie gar nicht heraus können? Und einfach automatisch dazu geworden, dass sie evangelisch oder katholisch sind. Aber ist man dadurch Christ? Ich entdeckte mit 17 Jahren in meinem Leben, dass ich trotz Taufe kein Christ war. Und habe die Konsequenz daraus gezogen und habe gesagt, rutsch mir den Buckel runter. Ich verstehe junge Leute, die einfach sagen, ich mache nicht mehr mit. Ich will meinen Weg gehen. Ich glaube, das ist richtig. Ich habe in dieser Konsequenz gesagt, ich will mit allem, was christlich ist, nichts mehr zu tun haben. Meine Eltern können nicht für mich sich entscheiden. Natürlich ist das hart für die Eltern. Natürlich ist das hart für einen Seelsorger. Aber ich meine, es ist logisch. Ich habe 5 Jahre lang versucht, Atheist zu sein. Ich habe versucht, die Dinge von der Seite zu sehen, dass es gar keinen Gott geben kann. Und bald war es in meinem Leben so, dass es keinen geben darf. Einfach deshalb, weil ich merkte, dass der Glaube an die Nicht-Existenz Gottes viel komplizierter ist als der Glaube an Gott. Vor allem, dass der Glaube daran, dass es keinen Gott gibt, viel schwieriger für die Logik ist, als der Glaube, dass da, wo eine Ordnung ist, auch ein Planer ist. Ich wurde einfach nicht fertig mit dem Glauben an diese These, dass es keinen Gott gebe. All mein Denken und all meine logischen Schlüsse führten mich dahin, immer wieder zu fragen, woher kommen die Dinge? Woher kommen Ordnungen? Wie ist das zu verstehen? Und ich kam immer wieder zurück. Folglich könnte es einen Gott geben. Zuletzt folglich müsste es einen geben. Ich glaube keinem denkenden Menschen, dass er ein überzeugter Atheist ist. Einfach weil mein Denken mich hinderte, Atheist zu werden. Wie gerne wäre ich es gewesen. Denn wie konfliktreich ist das, sich mit einem Schöpfer abzufinden. Und dann noch, wenn man begreift, dass der Herr alles Wesens ist, der diese Dinge erfunden hat, dass der auch in unser Leben durchaus hineinschauen kann. Aber all diese Dinge zeigten mir, wie wichtig es ist, dass ein Mensch weiß, dass er nicht durch den Tod und nicht durch Selbstverbesserung, nicht durch eine christliche Taufe und nicht durch christliche Belehrung zum Christen wird, sondern dass man dazu persönlich sich für Jesus Christus entscheiden muss. Denn Jesus sagt, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Er gebraucht das Bild der menschlichen Geburt. Jesus war überhaupt ein praktischer Lehrer. Wenn er irgendwo herging, dann nahm er die Gegenstände, die gerade da waren.
Er sprach vom Getreide, er sprach vom Weinstock, er redete von den Dingen, die gerade um ihn herum waren. Und an diesen Gegenständen machte er deutlich, was er den Jungen sagen wollte. So nahm er das Bild der menschlichen Geburt. Und er sagte einfach, dass der Mensch, genauso wie er leiblich in diese Welt hineingeboren wurde, auch geistlich hineingeboren werden muss in das Reich Gottes. Eine Geburt ist eine plötzliche Sache. Und doch wissen wir, dass die Entstehung des menschlichen Lebens durch einen ganzen Prozess geht. So wie das Leben einen Zeitraum von 9 Monaten hat bis zur Geburt, genauso gibt es auch in der geistlichen Entwicklung zur Wiedergeburt einen Zeitabschnitt, den man vielleicht einen embryonalen Zustand zum Christwerden bezeichnen kann. Darunter fällt ganz gewiss jede Segnung unserer Gemeinde von klein auf. Ich glaube, dass jedes Glaubensgebet, ob vom Pfarrer oder von den Eltern, dazu zählt. Wenn man sich mit Menschen über ihren Lebensweg unterhält, wie sie Christ geworden sind in eigener Überzeugung, durch persönliche Entscheidung und den Segen Gottes, dann merkt man, wie jeder eine andere Entwicklung durchgemacht hat. Wie man nicht sagen kann, das muss so gehen oder so. Äußerlich sehr verschieden. Bei mir 5 Jahre der ganzen Abwendung von der Religionsgemeinschaft. Bei anderen Jahre des einfach Stillhaltens, des Nicht-Recht-Wollens. Bei anderen wiederum eine gleichmäßige Entwicklung. So wie man körperlich gewachsen ist und geistig wuchs, ist man auch geistlich gewachsen. Und das ist eigentlich das Normale. Aber da wir selten heute normale Elternhäuser haben, zumindest glaubensmäßig, ist es eben auch sehr selten, dass man normales geistliches Leben hat. Aber ganz gleich, wie in deinem Leben diese Entwicklung gegangen ist, es genügt nicht, etwas von göttlichen Dingen in seinem Leben erfahren zu haben. Viele Menschen sind in dieser Entwicklung, dass sie hier etwas bekommen haben, da. Durchaus von Gott. Durchaus eine Segnung, durchaus eine Glaubenserfahrung gemacht haben. Aber niemals durchdrangen dazu, dass du sagen kannst, ich bin Christ, weil Christus mein Leben beherrscht. Weil er in meinem Leben zu sagen hat. Weil sein Leben mir die Kraft gibt, ein neues Leben zu führen. Ich habe zum Beispiel erst mit 23 Jahren dieses persönlich so erfahren, dass ich dort durchdrang und das für mein Leben annehmen konnte. Meine Frau hatte zum Beispiel als ein Mädchen mit 13 Jahren das erfasst. Nun, sie hat das in ihrem Elternhaus viel früher gehört und deutlicher und klarer, sodass sie früher zu dieser Erkenntnis und Entscheidung kam. Ein guter Bekannter von mir, der war bereits Presbyter in der Gemeinde, aber er hat erst mit 71 Jahren begriffen, dass er sich persönlich entscheiden muss. Bitte verdächtige jetzt nicht jeden Presbyter. Aber es muss doch mal gesagt werden, dass unser Kulturprotestantismus noch kein Christentum ist. Es muss mal deutlich werden, dass ein Mitläufertum, und auch wenn man noch 10 Posten hat und Ämter und sich auch treu versieht, dass man deshalb noch nicht Christus aufgenommen hat. Jesus Christus hat niemals uns zu einem äußeren Mitläufertum aufgefordert. Im Gegenteil, er sagte, wollt ihr nicht auch weggehen? Er sagt, ihr kriegt Schwierigkeiten, wenn ihr nicht so eins mit mir werdet, wie Fleisch und Blut, dann geht's nicht. Er hat nie Halbheiten gewünscht. Er hat immer die Menschen in eine persönliche Entscheidung gestellt. Es ist mit der Entscheidung eines Menschen für Christus auch so, wie Menschen sich auch füreinander entscheiden. Da ist manch ein junger Mann, der wollte schon dem Mädchen immer sagen, dass es lieb hat. Aber er hat es nicht getan. Mittlerweile hat sie einen anderen geheiratet. Weißt du, es gibt manch einen Menschen, der sagte, ja, eigentlich sollte ich nicht nur solch ein Mitläufer im Christentum sein. Eigentlich sollte ich mich entscheiden, aber nicht wahr? Und mittlerweile hat alles andere dein Leben gefressen und ausgefüllt. Jesus Christus zeigt uns, dass er in unserem Leben von Gott her ein Neues wirken will. Aber dazu ist notwendig, dass wir uns entscheiden. Du sagst vielleicht, hör mal, kann man sich so plötzlich für Christus entscheiden? Ja, ich habe das zum Beispiel auch getan.
Im Anschluss an eine Samstagabend-Verkündigung, auch wo junge Leute aus ihrem Leben erzählten, was Christus ihnen bedeutet, da wusste ich, diese Entscheidung muss ich treffen. Es war vor 23 Jahren bald oben in Schottland. Aber weißt du, ich wusste genau, die Entscheidung muss ich treffen und ich habe an dem Abend Ja gesagt und habe das nie bereut. Und nie bereut, nicht mehr auf die Leute zu gucken, was die denken und sagen, sondern nach vorne zu gehen und zu sagen, ich will diesen Weg gehen. Jesus Christus ehrt unsere klare Sache. Er sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ja, du sagst, aber kann man so plötzlich verändert werden? Wie lange hat das zu Pfingsten gedauert, dass die Leute, die Jesus ans Kreuz gebracht hatten, zu Menschen wurden, die sich taufen ließen, um Christus nachzufolgen? An einem Tage, an dem Tage der Pfingsten, machten 3000 Menschen dort kehrt, um ein neues Leben zu beginnen, um sich Christus zu weihen. Wir würden heute sagen, ach, das ist doch nicht, was sagt man, Seelenmassage hat der Petrus gemacht oder was man alles sagen würde. Hört zu, wenn der Geist Gottes einen Menschen verändert, dann braucht er dafür kein Ja, sondern er kann dich heute verwandeln, dass du heute ihm nachfolgst, dass du heute diesen Weg beginnst. Genauso wie diese 3000 Menschen nicht erst einen Umschulungskurs von 6 Wochen mitmachen mussten, sondern sie konnten sich auf der Stelle entscheiden, um einen Umschulungskurs Gottes in dem ganzen Leben mitzumachen. So lesen wir im Worte Gottes immer wieder, wie Menschen plötzlich verwandelt wurden. Paulus auf dem Weg nach Damaskus, Lydia in dieser Frauengebetsstunde, wo sie Paulus predigen hörte. Die Bibel sagt, und der Herr tat ihr das Herz auf. Oder der Kerkermeister in Philippi, die erste Stadt Europas, wo Paulus predigte. Der Kerkermeister hat ihn in den Stock geschraubt und in Fesseln gelegt. Aber am nächsten Morgen, da war er ein verwandelter Mann. Er wusch dem Paulus den Rücken und die Striemen. Er nahm ihn in sein Haus. Er setzte ihm das Frühstück vor. Er bewirtete ihn. Dort entstand die erste Christengemeinde in Europa. Was war passiert? Ein Mann war verändert worden in dieser Nacht. Einerseits durch die Predigt des Paulus, aber andererseits durch das Wirken des Geistes Gottes. Gott kann dein Leben verändern in diesem Augenblick, wenn du bereit bist, den Dreck deines Lebens hinauszutun. Wenn du bereit bist, die Dinge, die vor Gott nicht recht sind, einfach Schluss zu machen damit, damit zu brechen, dein Leben dem Herrn zu weihen. Du weißt genau, weshalb du nicht an Gott glauben kannst. Du weißt, weshalb du lieber die Zweifel zitierst und dich zu Leuten des Zweifels hältst. Einfach, weil Sünde den Sünder sucht. Einfach deshalb, weil ein Herz, das Gott nicht geweiht ist, sich beruhigen will bei Menschen, die auch in der Sünde leben. Sünde, ich meine nicht die tausendfältige Form der Sünde, sondern ich meine die Sünde, wie sie in unserer Grundrebellion gegen Gott liegt. Gott geht es nicht nur um die Sünden unseres Lebens, sondern diese innere Auflehnung gegen Gott, dieses ihn nicht Herr werden lassen, das ist die eigentliche Sünde, die unser Leben so bergab zieht. Deshalb die Hinwendung zu Gott geschieht nicht in 1000 Handlungen, sondern in einer Kehrtwendung hier drinnen in meinem Herzen, dass ich sage, Herr, hier hast du mich, wie ich bin. Hier ist das, was dir im Weg steht. Hier sind die Dinge, die falsch sind in meinem Leben. Hier habe ich deine Gebote übertreten. Hier habe ich gefehlt. Nimm das alles hin. Reinige mein Leben. Und das ist das Wunderbare, dass Gott uns die Sünde vergibt. Dass Jesus Christus kommt, um uns innerlich zu reinigen, innerlich zu verändern. Der Geist Gottes zeigt dir die Dinge, die falsch sind. Du fängst an, in der Bibel zu lesen. Du gehst in einen Bibelkreis, als junger Mann vielleicht in einen Hauskreis junger Menschen oder als junges Ehepaar in einen Hauskreis, wo junge Ehepaare sind. Oder gehst in eine Bibelstunde und dann unterhaltet ihr euch darüber. Nicht nur im Gottesdienst, der ist richtig und gut, aber im Gottesdienst predigt einer und die anderen singen. Was wir brauchen ist, dass wir uns unterhalten darüber, was wir gelesen haben, in unseren Wohnungen. Die Gemeinde fing an in Häusern, nicht in Kirchen. Und wenn die Gemeinde Jesu Christi je eine Zukunft haben soll,
Wenn es mit uns irgendwo weitergehen soll, dann müssen wir in unseren Häusern miteinander reden. Wir müssen uns unterhalten über das, was in der Bibel steht. Ob der Pfarrer dabei ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Der kann dabei sein, der muss nicht dabei sein. Und dann wirst du sehen, wie der Geist Gottes dieses Wort nimmt und dich von innen heraus verändert. Wie du mit einmal anders wirst im Betrieb, anders in der Schule, anders zu deinem Mann, zu deiner Frau, zum Nachbarn. Mit einem Mal zankt ihr euch nicht mehr über die Garageneinfahrt. Und man kann auch aufs Erbe verzichten, ehe man den ganzen Streit und Zank und all die Dinge bringt. Wie viel Zerrissenheit, wie viel Hass, wie viel Bitterkeit steckt zwischen den Häusern und zwischen den Wohnungen. Der Geist Gottes will mit diesem ganzen Krempel aufräumen. Aber bist du bereit, ihn hineinzulassen in dein Leben? Eine neue Geburt? Lange bist du schon ein Embryo. Lange schon hast du Dinge empfangen von Gott und stehst du auf der Segensliste Gottes. Aber die Frage ist, hast du Ja gesagt? Hast du wahrgemacht in deinem Leben, was du Gott vielleicht schon oft gesagt hast? Hast du ihm dein Leben geweiht? Ich habe früher mit dem Tode Jesu Christi wenig anfangen können, bis ich mit meiner Sünde zu Jesus ging, bis ich ihm die Fehler meines Lebens bekannte, bis ich mein Versagen ihm brachte. Da verstand ich, er trug die Sünde der Welt, also auch meine. Und weil er sie getragen hat, kann er mir vergeben und ein neues Leben schenken. Ich kann dir die Dinge nicht alle erklären, aber ich kann dir nur sagen, du kannst das erfahren, wie ich es erfahren habe. Dass wer so zu Jesus kommt, wer so sein Leben dem Herrn weiht, der wird angenommen, der wird verändert. Der kommt hinein in die Schule Gottes, wo wir von innen nach außen umgestaltet werden. Und Glieder am Leibe Christi sind. Christen, nicht nur kulturmäßig, nicht nur taufscheinmäßig, sondern weil wir Jesus Christus in unser Herz und Leben hineingelassen haben. Die Bibel fordert uns immer wieder auf, kehrt zu machen, Ja zu sagen zu Gottes Wegen, ihm unser Herz und Leben zu weihen, unseren Willen unter den Willen des Herrn zu beugen. Und da, wo ein Mensch so innerlich sein Leben dem Herrn weiht, da greift Gott ein und verändert ihn. Und Gott tut das durch die Wirkung seines Geistes. Viele Menschen können mit diesem Begriff Heiliger Geist nichts anfangen. Für manche ist das nur ein Spottname. Aber für mich ist es zum Beispiel etwas, was mein ganzes Leben umgekrempelt hat. Nämlich der Geist des lebendigen Gottes. Formenmäßig habe ich lange versucht, das Christentum zu verstehen. Äußerlich und auch wörtlich habe ich es als junger Mensch gelernt und auswendig gelernt. Aber verändert hat das in meinem Leben nichts. Die Änderung kam erst, als ich Jesus Christus bat, Herr meines Lebens zu werden. Als er mir seinen Geist gab. Der Geist Gottes krempelte mich um und veränderte mich. Er machte aus einem Menschen, den man hoffnungslos nannte, einen Menschen mit einem Lebensziel, mit einem Inhalt, mit einem Wert, wofür es sich lohnt zu leben. Paulus sagt im 2. Timotheusbrief, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Der Geist Gottes, der in jedem Menschen Wohnung nehmen will, ist ein Geist, der uns die Furcht wegnimmt, ist ein Geist, der uns Kraft gibt. Nicht die Kraft, dem anderen eine runterzuhauen, die hatten wir vorher auch, sondern die Kraft, den unteren Weg zu gehen, die Kraft zu lieben. Lieben ist mehr als gern haben, manchmal etwas ganz anderes. Der Geist Gottes gibt einem Menschen die Kraft zu solcher Liebe, dass wir dem helfen, den wir nicht gern haben. Da beginnt ja eigentlich Liebe sich erst zu beweisen. Wo man das Opfer bringen muss, für den anderen da zu sein. Wie manch ein junger Mann hat vor der Hochzeit ihr die Sterne vom Himmel runterholen wollen und 6 Wochen später nicht mehr die Kohlen aus dem Keller. Da sagt er, geh selbst, nicht wahr?
Viele verwechseln gern haben mit lieben, verwechseln sexuelle Begierde mit Liebe. Und was hat man unter dem Begriff nicht alles verkauft? Aber so wie Gott uns in seinem Wort lieben vorstellt, auch Liebe zwischen Mann und Frau, ist immer ein Opfer, ist immer damit verbunden, sich auf den anderen einzustellen, dem anderen wirklich zu helfen. Diese Kraft, mit der Selbstsucht Schluss zu machen, diese Kraft, die eigene Faulheit und Trägheit zu überwinden, diese Kraft, nicht eingeschnappt und beleidigt zu sein und die Ehrsucht zu beerdigen und dann dem anderen zu helfen, diese Kraft gibt Gott durch seinen Geist. Eine Kraft, die mit Liebe verbunden ist und mit einem zuchtvollen Leben. Der Geist Gottes gibt einem Menschen die Kraft, dass er sich begrenzen kann. Die Kraft, dass er sich nicht besaufen muss. Die Kraft, dass er sich enthält von Rauschmitteln. Die Kraft, dass er sich kleidet, sodass er zur Ehre seines Herrn da ist. Die Kraft zu schweigen, wo andere losballern würden. Die Kraft zu reden, wo andere aus Feigheit schweigen würden. Die Kraft zu handeln, wo andere einfach nur alles laufen lassen, wie es gerade geht. Diese Kraft, ein Außenseiter zu sein. Die Kraft, ein Außenseiter um Christi willen zu sein. Diese Kraft bekommt man nicht mit dem Taufschein. Diese Kraft erhält man nicht unbedingt bei der Konfirmation und die erhält man nicht unbedingt dabei, dass man Mitglied in irgendeinem Verein wird. Menschen können zu diesem und jenem Zeitpunkt diese Kraft erfahren haben, aber nicht notwendigerweise. Denn diese Kraft ist gebunden an eine Verbindung mit Gott. Erst da, wo ein Mensch in Lebensgemeinschaft mit Christus kommt, wo du mit dem lebendigen Gott eine Einheit eingehst, da strömt die Kraft dieses Geistes in dein Leben hinein, die dich befähigt zu Dingen, die du vorher nicht konntest. Diese Veränderung, die durch den Geist Gottes kommt, ist gewöhnlich plötzlicher Art. Auch wenn man schon lange auf dem Wege ist, gewinnt es dann doch plötzlich eine Veränderung in unserem Leben. Zum Beispiel die Menschen, die zu Pfingsten an Jesus Christus gläubig wurden, die dort den Geist Gottes empfingen, wurden verwandelt. Nehmen wir die Leute zu Pfingsten zum Beispiel, diese 120 Männer und Frauen, auf die der Geist Gottes kam. An diesem Tage verloren sie die Angst vor der Verfolgung. An dem Tage bekamen sie den Mut, offen herauszutreten und das zu sagen, was Jesus ihnen bedeutet. An diesem Tage wurden sie verwandelt, selbst so, dass die Menschen, die aus allen Gegenden der Welt zu diesem Fest in Jerusalem waren, das Evangelium in ihrer Sprache hörten. Ob es ein Sprachwunder oder ein Hörwunder war, es war einfach ein Handeln Gottes. Gott ist heute nicht kleiner. Die Menschen haben Gott in ein Kästchen gebaut. Die Menschen haben Gott in eine Kirche gepfercht. Die Menschen haben Gott in ein Glaubensbekenntnis verpackt. Die Menschen haben Gott hineingepackt in ihre Tradition, in ihren frommen Mantel. Gott muss genauso sein, wie wir unsere religiösen Formen traditionsmäßig oder willensmäßig nun einmal haben. Und solch einen katholischen oder evangelischen Gott, solchen freikirchlichen oder Gemeinschaftsgott, den gibt es dann. Solch einen Gott nach unserem Maß, nein. Der lebendige Gott ist durch menschliche Formen nicht zu begrenzen. Er ist souverän darin, so zu handeln, wie er es will. Man kann Gott nicht in den Rahmen einer geschichtlichen, konfessionellen Entwicklung einspannen, sondern Gott handelt durch seinen Geist gerade, wie er will. Zu Pfingsten kam der Geist Gottes so auf die Menschen hernieder, wie feurige Zungen. Genauso geschieht das in unseren Tagen. Ich denke an einen Mann, er ist heute ein Missionar in Südamerika. Aber damals war er ein gerade aus dem Krieg herausgekommener SS-Offizier. Und er lebte als ein Landstreicher in der Nähe von Frankfurt. Und eines Abends kam er an einem Saal vorbei, wo ich predigte. Und er kam hinein. Die letzten Minuten hörte er nur die Aufforderung, sich für Christus zu entscheiden. Und er kam nach vorne. Ich sprach hinterher mit ihm und fragte ihn, ob er beten wolle, um sein Leben Gott zu weihen. Ja, sagte er.
Und er kniete dort nieder und betete das Vaterunser. Ich dachte, er ist ein eigentümlicher Mann. Und dann stand er auf und packte meine Hand. Ich ging etwas in die Knie, denn er hatte sie fast doppelt so groß wie ich. Und er drückte sie und sagte, ich hab's. Ich dachte, was für ein Schwärmer. Nicht wahr? Kommt zu spät in die Versammlung, kriegt nur die letzten Sätze mit, kommt nach vorne hin, kniet nieder, obwohl ich ihm das gar nicht gesagt habe, und lässt mich gar nicht beten, nicht wahr? Als Seelsorger, stell dir vor, nicht wahr? Sondern betet nur und steht auf und quetscht mir die Hände zusammen. Ich hielt ihn für einen hoffnungslosen Schwärmer, für einen Mann, der irgendwo nicht ganz normal ist. Oh, der war normal. Du hättest ihn sehen sollen in den nächsten Tagen, wie er hinging und arbeitete, wie er seine Schulden bezahlte in den paar Kneipen, wo die Latte stand. Und wie er kam und ein anderer Mensch wurde. Ich habe ihn durch diese Jahre beobachtet. Wie er half als ein Sozialarbeiter, wie er dann nach Spanien ging als ein Missionar. Heute leitet er eine Missionsschule in Chile. Gott hat ihn verwandelt. An dem Abend. Du sagst, hör mal, macht Gott das mit jedem so knatschbar? Nein. Gott kann das machen, wie er will. Weißt du, ich möchte das heute Abend einmal sagen, wie mein Leben so praktisch verändert wurde, nicht durch meine Willenskraft. Wie oft hatte ich gesagt, ich höre auf zu rauchen? Wie oft hatte ich gesagt, ich mache Schluss mit dem Leben? Wie oft hatte ich gesagt, ich gehe nie wieder zum Rennen? Ha, das ging genauso wieder weiter in der nächsten Woche. Aber hier war eine Kraft in mein Leben gekommen, die ich vorher nie gekannt hatte. Paulus sagt, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft gegeben, den Geist der Liebe, den Geist der Selbstbeherrschung oder der Zucht. Dieser Geist Gottes ist heute wirksam. Er kann dein Leben erfassen und umgestalten. Manchmal geschieht das so, dass wir selber das gar nicht so stark merken. Sondern die Leute um uns herum merken das mehr. Ich hatte einige Vorträge in der Nähe von Zürich. Und da war ein junges Ehepaar, ein Bauer mit seiner jungen Frau, die kamen in diese Versammlungen und beide entschieden sich für ein Leben mit Jesus Christus. Und als ich jetzt zwei Jahre oder so weiter später wieder an denselben Ort kam, da dachte ich, na, wo stecken die beiden? Und ich war ganz traurig, dass ich sie nicht sah. Aber am dritten Abend mit einem Mal standen sie vor mir und sagten, kennen Sie uns noch? Ja, ich sage, ich kenne Sie noch. Oh, sagten sie, wir hätten Sie so gerne bei uns auf dem Bauernhof mal gehabt. Können Sie mal rüberkommen? Ich sage, gut, morgen Mittag komme ich mit meiner Frau zu Ihnen und dann werden wir bei Ihnen dort sein. Und dann habe ich sie besucht dort und wir waren bei Ihnen zum Mittagessen. Und dann erzählten sie, wie ihr Leben anders geworden sei. Dass sie jetzt eine Bibelstunde in ihrem Bauernhaus haben. Die Leute aus der Nachbarschaft werden eingeladen und der Pfarrer aus dem Nachbarort kommt herüber und sie haben in ihrem Haus eine Bibelstunde. Aber als wir dann so nach dem Essen durch den Kuhstall gingen, ich schnüffel ja überall rum, nicht? Auch bei Kühen. Und ich habe nämlich früher in der Kriegsgefangenschaft mal Kuhställe ausmisten müssen und ich verstehe was davon. Und ich schaute mir so das Vieh an und dann sagt er mit einem Mal, weißt du, unsere eigentliche Veränderung durch Jesus, die hat hier im Kuhstall stattgefunden. Ich sage, wie bitte? Ja, sagte, das war so. Es war so 6 Wochen, nachdem ich angefangen hatte, den Weg mit Jesus zu gehen. Da komme ich in den Stall hier und meine Frau sagt, wo ist der Stock? Och, sagte ich, da vorne in der Ecke. Sie sagt, nein, da ist er aber nicht. Doch, sagte, da steht er. Da steht er aber nicht. Ja, da muss er aber stehen. Ja, da ist er aber nicht. Und mit einem Mal sagte er, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich hatte die ganzen Wochen keinen Stock mehr gebraucht. Er sagte, früher, ich hatte die Stöcke zerschlagen auf dem Vieh. Einmal sogar den Melkschemel. Und sagte er, und ohne dass ich es gemerkt hatte, war dieses Ganze von mir genommen. Er hatte es nicht gemerkt, aber die Kühe. Ach, ihr habt keine Kühe zu Hause. Nun ja. Du weißt genau, nicht wahr? Es gibt auch andere Wesen. Und es gibt auch Menschen in deiner Umgebung. Und die merken viel mehr, ob unser Leben umgewandelt ist oder nicht. Aber wenn Jesus Christus einen Menschen annimmt, wenn der Geist Gottes in einem Menschen die Herrschaft übernimmt, wird der Mensch umgestaltet in dem, was wir Charakter nennen, was unsere Lebensart ist.
Die Art und Weise, wie wir reagieren, unsere Ziele, unsere Dinge, die wir anstreben. Menschen, die vorher nichts anderes gekannt haben, als unbedingt unter allen Umständen den anderen bankrott zu machen, die anderen schlecht zu machen, sich mit Ellenbogen einfach durchzusetzen, ganz egal was kommt, werden mit einem Mal Menschen, die diese Dinge mit anderen Augen sehen. Das wirkt der Geist Gottes, da wo Menschen ihr Leben Jesus übergeben. Wenn du heute dem Geiste Gottes Raum gibst, wird er dein Leben umgestalten. Es gibt heute in unserer Welt keine Lösung, die die Politiker hätten oder die die Mediziner hätten, für das Problem des Rauschgiftes, das auf uns zukommt und wir haben. Es gibt letztlich keine Lösung, die da ist. Wenn das so weitergeht, wird es bald so sein, dass der kleinere Teil dieser Menschheit den größeren Teil krank durchtragen muss, einfach weil diese Generation ihr Leben selbst ruiniert. Durch vielerlei Dinge, in besonderer Weise aber durch Rauschgift. Die Menschen, die heute danach greifen, greifen deshalb dahin, weil sie einen Religionsersatz suchen. Es ist nicht so, dass das nur eine zufällige Erscheinung wäre. In dem Maße, wie man sich wegwendet von Gott, wendet man sich dem Aberglauben, dem Rauschgift, der Ausschweifung, der Sexualität und so weiter zu. Und zwar in Perversion hinein. Ich kenne keine andere Lösung, dass Menschen wirklich frei werden können, als dass sie Jesus Christus in ihr Leben hineinnehmen und durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert werden. Es gibt an 200 Stellen in Amerika und Kanada heute in den Hippie-Kolonien Bewegungen, wo Menschen frei werden vom Rauschgift durch den Glauben an Jesus Christus. Hier in Kalifornien, hunderte von Menschen, die völlig dem Rauschgift ergeben waren, die frei wurden davon. Ganze Zentren, wo Menschen sich hinwenden zu einem persönlichen Glaubensverhältnis zu Jesus Christus. Das geschieht in unseren Tagen. Der Mann, der die Loveins in New York gegründet hat mit seiner Freundin. Diese Liebesgelage im Central Park von Manhattan, wo sie zu Tausenden in den Sommernächten liegen, als wenn sie in Eheschlafbetten wären. Und der Mann, der diese Dinge inszeniert hat, hat eines Tages den Laden bis hier oben voll gehabt und ging ein Stück weg außerhalb von New York und kam in die Nähe eines christlichen Jugendlagers. Und dort wurde er von jungen Menschen angesprochen, wie er mit seiner Gitarre über der Schulter dort morgens am Strand entlang pilgerte. Und ein junger Mann fragte ihn, was ist los mit dir? Und er sagte, ach, ich hab die Schnauze voll. Ich will von allem nichts mehr wissen. Er steht mir hier oben. Und er sagte, komm mit zu uns. Wir haben dir was anzubieten, wenn du es willst. Aber nur, wer es haben will. Und dieser junge Mann ging mit dorthin in dieses Jugendlager. Und sie unterhielten sich über das, was Gott zu sagen hat. Über die Befreiung von Gebundenheit. Wie Menschen Sieg bekommen können. Eine Kraft zum Überwinden. Und dieser Mann nahm das für sich an. Er rief von dort seine Freundin an. Und ein guter Bekannter von mir, der dieses Jugendlager leitet, der saß daneben, wie er mit New York telefonierte. Und wie er zu seiner Freundin sagte, Honey, weißt du noch, worüber wir uns unterhalten haben, den letzten Abend, wo wir zusammen waren? Und mein Freund sagte, ich habe drei Ohren gespitzt, nicht wahr? Das wollte ich wissen. Und er sagte, wir haben uns unterhalten darüber, ob es einen Gott gibt oder nicht. Es gibt einen, ich habe ihn erlebt. Und ich will mit ihm leben. Ist Jesus Christus. Und er erzählte ihr dann in seiner Sprache, die wir für gewiss nicht alltäglich haben, aber er sagte in seiner Sprache, was Jesus eben bedeutet. Ich glaube, dass es für unsere Weltprobleme, für unsere Menschheitsprobleme und vor allen Dingen für unsere Generations- und Jugendprobleme keine andere Lösung gibt, als die, die Gott uns gibt, die der Schöpfer geschenkt hat in seinem Geist. Von den Propheten in alten Tagen an, über Pfingsten bis heute, sind Menschen verwandelt worden, die den Geist Gottes empfangen haben. Dieser Geist Gottes, der mein Leben verändert hat, kann dein Leben verändern. Gott ist nicht kleiner geworden. Wir Menschen haben ihn begrenzt. Wir Menschen haben ihn zum alten Papa gemacht und zum alten Eisen geschoben. Wir haben ihn in einen Kult gepackt und haben ihn sakramental verengt und haben ihn irgendwo in ein Randgebiet hineingeschoben. Aber er ist der Gott und bleibt es. Überall anzurufen,
von Menschen aller Hautfarbe, allen Rassen, von Menschen an irgendeinem Teil der Erde, von Menschen ganz gleich, wie ihr Leben ausgesehen haben mag. Ein barmherziger, ein vergebender Gott, der seinen Geist, mit dem er die Welt geschaffen hat, seinen Geist, mit dem er Zeit und Raum in ein Verhältnis brachte, das wir heute Materie nennen, in diesem Geist kann er dein Leben neu gestalten. Das geschieht natürlich nicht dadurch, dass man irgendwo eine Mitgliedserklärung abgibt oder dadurch, dass man irgendwo eine äußere Handlung vollzieht oder dass man irgendwie eine formenmäßige Sache mitmacht oder einer neuen Konfession beitritt. Nein, sondern das ist eine Entscheidung für Jesus Christus, die da notwendig ist. Denn der Geist Gottes kam auf die Menschen, die an Jesus glaubten. Und er nahm Wohnung in ihren Leibern. Der Geist Gottes erfüllt nicht nur das Denken der Menschen, sondern der Geist Gottes nimmt Wohnung in dem Leibe des Menschen. Paulus sagt schon in seinem ersten Korintherbrief zu den Menschen, die Jesus Christus aufgenommen hatten: Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlichet Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche Gott gehören. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Gott hat den Leib des Menschen erwählt, damit der Leib die Wohnstätte des lebendigen Gottes sei. Der Tempel des Heiligen Geistes. Im zweiten Brief sagt Paulus: Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes. Und hier im ersten Brief sagt er, im dritten Kapitel: Oder wisset ihr nicht, dass Gottes Geist in euch wohnt? Er sagte das nicht allen Leuten, die in Korinth wohnten, sondern er sagte das den Menschen, die an Jesus Christus gläubig geworden waren in dieser Hafenstadt. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Paulus sagt zweimal in der Apostelgeschichte: Gott wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht. Ich habe nichts gegen Kirchen, ich habe nichts gegen große, schöne Gebäude, die Gott geweiht würden. Ich halte mehr von einem praktischen Raum, das ist wahr, aber immerhin, das sind gewaltige Kunstwerke oft. Aber ganz gleich, wie wir das mit dem Raum ansehen mögen, Gott wohnt nicht in steinernen Gebäuden, zumindest nicht mehr als im Wald, sondern Gottes Wohnstätte ist der Leib des Menschen. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? So will Gott seinen Geist in deinen Leib hineingeben, damit durch deinen Leib und durch deinen Geist Gott verherrlicht werde. Der Teufel weiß das auch, wozu der Leib des Menschen bestimmt ist. Deshalb ist in dieser Endzeit der Generalangriff Satans auf den Leib des Menschen ausgerichtet. Ich habe keine Angst vor einer nackten Welle. Ich glaube nicht, dass eine Menschheit daran zugrunde geht, dass sie sich sieht, wie Gott sie geschaffen hat. Aber ich glaube, dass das, was heute auf uns zukommt und man heute selbst unsere Schulkinder an jedem Kinowald sehen können, wo sie vorbeigehen, das ist nicht, dass Menschen gesehen werden, wie Gott sie geschaffen hat. Denn daran wäre nichts Falsches. Sondern das ist, dass sie in Perversion vorgestellt werden. In Abartigkeit, in Gewalttätigkeit, in Brutalität. Und wir kriegen das einmassiert, so wie die Tagesschau. Tag für Tag wird das in unser Gehirn hineingepeitscht. Wir erleben in Deutschland eine schlimmere Gehirnwäsche, als je in einem östlichen Land vollzogen wurde. Und zwar durch die Massenkommunikation. Wir werden abgestumpft und diese Dinge überfallen uns. Und die meisten Leute haben keine Ahnung, woher es kommt. Satan hat seinen Generalangriff auf den Leib des Menschen ausgerichtet. Diesen zu beherrschen, denn der Leib des Menschen ist von Gott aus bestimmt, die Wohnung des Heiligen Geistes zu sein.
damit er in uns wohnen kann und in uns regieren kann. Darum verherrlichet Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche Gott gehören. Der Geist Gottes macht den Menschen stark am inwendigen Menschen. So lesen wir es in einem Paulusbrief an die Gemeinde in Ephesus. Dass der Herr euch stark mache am inwendigen Menschen durch seinen Geist. Der Geist Gottes ist auch der Gründer der Gemeinde Jesu. Er leitet sie, er befähigt sie, er treibt die Menschen, er drängt, er führt uns. Es ist der Geist Gottes, der die Dinge Gottes handhabt in dem Leben der Menschen. Deshalb nennt ihn die Bibel auch den Sachwalter, den, der die Dinge zur Ausführung bringt. Wer den Geist Gottes nicht empfangen hat, ist auch nicht Christi Eigentum. Es ist ein großer Wahn, in dem viele Menschen leben in unserem Land, dass sie meinen, dass sie deshalb, weil sie in einer christlichen Welt oder einer christlichen Gemeinde geboren wären, deshalb auch schon Christen seien. Ein Mensch kann nicht Christi Eigentum sein, ohne den Geist Gottes empfangen zu haben. Deshalb haben viele Menschen auch nur die christliche Form, aber nie die christliche Kraft erfahren. Paulus sagt in seinem Brief an die Römer, 8. Kapitel, 9. Vers, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Soll ich das etwa noch auslegen? Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Du kannst nicht Christi Eigentum sein, ohne seinen Geist zu empfangen. Ja, sagst du, wer empfängt denn den Geist Gottes? Der Geist, durch den man nur ein Eigentum Christi wird und durch den wir nur auferstehen werden zur Seligkeit. Der Geist, der uns alleine verändern kann von innen her. Jesus sagt, die Welt kann ihn nicht empfangen. Mit Welt bezeichnet die Bibel an dieser Stelle eine Gruppe von Menschen, die nicht Gott gehorchen will. Wir haben drei verschiedene Begriffe der Bibel leider mit Welt übersetzt. Einmal Kosmos, einmal die Menschheit und hier eine gewisse Haltung der Menschen, nämlich Gott nicht zu gehorchen. Jesus sagt, diese Menschen, die Welt, die Gott nicht gehorchen wollen in ihrem Herzen, können den Geist Gottes nicht empfangen. Solange du zur Welt gehörst, das heißt zu einer Geisteshaltung, dass du eine Stellung einnimmst, wo du sagst, ich will mein Leben leben. Ich will nicht tun, was Gott will, sondern ich will mein Leben führen, gerade wie es mir passt. Solange du in dieser Rebellion gegen Gott stehst, gehörst du zur Welt. Kannst du den Geist Gottes nicht empfangen. Es ist eine Kehrtwendung in deinem Denken notwendig, um den Geist Gottes zu empfangen. Ohne diese Kehrtwendung, ohne den Bruch mit der Rebellion gegen Gott, ohne das Nein zur Sünde, ohne das Ja zu Gott, kann ein Mensch nicht zum Glauben und nicht zu dieser befreienden Kraft des Geistes Gottes kommen. Kannst du kein Teil an Christus sein. Aber du kannst es werden. Vielleicht bist du schon lange nahe davor, hast die christlichen Lehren in dich aufgenommen. Hast gewisse Wahrheiten der christlichen Lehre erkannt. Hast gewisse Segnungen Gottes in deinem Leben erfahren. Aber den Geist Gottes, diese umgestaltende Kraft nie erlebt. Von daher ist das Ganze dir eine böhmische Sache. Du wirst mit dem Christentum nicht fertig. Du versuchst es politisch zu deuten. Du siehst es sozialkritisch und du kommst so von einer Schwierigkeit in die andere, einfach weil du mehr Gesellschaftserscheinungen und politische Entwicklungen siehst, aber nicht die Kraft Gottes, nicht das Wirken des Geistes. In dem Augenblick, wo du sagst, was muss ich tun, um den Geist Gottes zu empfangen, da zeigt uns die Bibel den Weg. Petrus, der Mann mit dem Schlüssel, der die Tür aufschließt für das Verständnis zur Errettung, der sagt es in einer seiner Reden, er sagt in Apostelgeschichte 5, den Heiligen Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen.